Willkommen zurück, Leute, zu Super Smash Bros. Brawl. Wir befinden uns in der Forschungsstation und wir nehmen Zero Suit. Ja, doch, Zero Suit, weil... Ne? Soll ich dazu noch groß sagen? Ich meine... Und das ist dunkel, man sieht sie gar nicht gut. Das ist aber nicht so schön. Okay, Eisteile. Okay, die Robs gehen gut ab. Wollen es auf jeden Fall wissen. Nein, ich bin... Die sind schnell. Die sind unfassbar schnell. Die sind... Oh, fuck. Das scheint ihn aber so gar nicht zu interessieren. Komm, geht down. Okay. Hier habe ich ja so ein bisschen... Ich habe gerade ein bisschen Respekt. Vor der Forschungsstation generell. Sowieso ein bisschen Respekt, weil die auch gar nicht so einfach ist eigentlich. Okay, doch, das geht einfach so weiter. Na dann. Dann gehen wir auch einfach. Dann lassen wir die außen vor. Vielleicht hätten die uns Energie gegeben oder so. Das wäre natürlich toll. Aber ich meine, alles kannst du nicht haben. Okay, das wird schwierig. Das wird auf jeden Fall schwierig. Wobei, die stellen sich nicht unbedingt schlau an. Nee, das tun sie beim besten Willen nicht. Ich wusste das nicht. Hat man vielleicht gemerkt. Immer diese Überraschung. Surprise, surprise. Ich hasse es. Ja, und das hasse ich auch. Hm. Vergiss es. Vergiss es hier. Du auch. Okay. Das lief eigentlich ganz nett. Ich wusste, dass der mir nichts anhaben kann. Weil es ein Noob ist. Noob! Gib Speed, Pikachu. Ich habe Angst, dass du sonst... Ah. Lass mich rein. Jetzt muss ich zurück. Das nochmal machen, oder? Nö. Okay. Hätte ich jetzt gedacht. Kann ich eigentlich... Nee, ne? Doch, kann ich? Echt? Krass. Dann nutzen wir das doch auch mal. Mit ihren scheiß Lasern. Nimm das. So, haben wir wenigstens mal hier so eine Rob so und so Statue, whatever, keine Ahnung, warum ich die haben wollte, aber. Zwei böse Samusse im Kampfanzug gegen Pikachu und Zero Suit. Ich denke mal, das schaffen wir. Und danach kriegen wir unseren Anzug. Ist gar nicht so gut. Weil dann muss ich ja auf Thumbnail Samus mit Anzug packen. Das ist ja kontraproduktiv. Nenne ich das jetzt mal. Ohne Spaß, das ist es wirklich. Ich weiß doch, dass ihr Geier seid. Ich habe ja extra ne, so eine Anime-Samus genommen. Mir da schon was bei gedacht. So ehrlich kann ich dann schon sein. Aber ich fand sie halt auch gut. Ne? Also von daher. Würdest du bitte mal... Würdest du dir bitte mal Mühe geben? Oh, Leute, jetzt gib dir doch mal Mühe. Ich habe auch gerade so gedacht... Die konnte doch vorhin so einen coolen Sprung nach... So krass nach unten. Ach so. Es geht doch auf A. Ich dachte gerade, das würde auf B gehen. Ah, das läuft ja hier unfassbar gut. Ne, 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 ne. So. Du lernst jetzt mal Pikachu kennen. Oder auch nicht. Ah, aber wie gesagt, wir müssen diese Kämpfe auch immer so ein bisschen ausnutzen, weil sie kommen zu selten. Sie kommen zu selten? Bam! Oh, die Attacke geil. Nicht, dass sie irgendwie wahnsinnig viel bringen würde, aber sie sieht so stylisch aus. Das gefällt mir sehr gut.
Aber ansonsten gefällt es mir nicht unbedingt, dass ich dermaßen auf den Sack von denen bekomme. Und doch, es ist fast so aus, als hätte ich das Blocken verlernt. Oh, 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 den Stern, den hätte ich schon ganz gerne, bevor er ihn bekommt. Sag mal, das ist ein Erder, da sind bestimmt Typen drin. Die haben mit so einem Einzug nichts verloren, irgendwelche. Drecks, Pimmel, da drin nichts verloren, so ist das. Schade. Oh, ich lebe noch. Giss es. Ja. Clever, Holo, clever. Warum bist du so clever? So clever, so clever. Aber das war gut. Halt doch mal drauf rein. So, das war's. Das überlebt er. Groß? Ja. Bam. Ja, wir hatten auf jeden Fall genügend Leben. Das war nie ein großes Problem. Ich packe einfach beide aufs Thumbnail. So sieht's aus. Ja. Muss sein. Das muss, das muss. So. Bams. So, jetzt können wir hier mit Samus voll abgehen. Ich muss aber sagen, ich finde Samus im Anzug eigentlich gar nicht wesentlich besser. Können wir das auch ausziehen? Ich glaube nicht, ne? Eigentlich nicht unbedingt. Ah, ist auch nicht wichtig. Kann ich mich mit der mal ein bisschen vertraut machen. Ich weiß doch, wie enttäuscht mein Bruder damals war, als Brawl dann rauskam und er danach nicht mehr Samus gemaint hat, weil, naja, Brawl spielt sich halt langsamer als Melee. Als Melee, wie die Leute so sagen, so schön, ne? Brawl spielt sich auf jeden Fall um einiges langsamer und aus dem Grund, ja, Samus, war das Gute halt immer dran, dass sie in Melee so schnell war. Also in Melee war sie definitiv, würde ich sagen, gehörte zu den schnellsten Charakteren. Und, oh, läuft das beschissen. Kann ich hier irgendwie so rüber? Ja, danke. Oh, Mann, wenn ich das jetzt die ganze... Na, das schaffe ich nicht. Ohne Spaß. Weil da kommt man doch gar nicht weiter, vernünftig. Nein, 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 nein. Kommt darüber. Oh. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Egal, aber ich darf von hier starten, ne? Ja, ja, komm. Bam! Giss. Tschüss. Ah, voll nervig. Muss ich schon sagen, also die Stelle... Aha. Das fand ich jetzt auch nicht cool. Nein. Kam auch sehr unvorbereitet. Ja, 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 ja. Ich habe das schon gecheckt, was hier los war. Das überlebe ich doch nicht, meine Freunde. Was? Nein! Der hat doch gar nicht... Ich hab doch... Der hatte doch... Der, das war keine Bombe. Er hatte keine Rakete. Er hatte keine. Er hatte sie nicht. Lass mich doch da raus. Das Vieh ist auch doof. Voll das miese Ding. Nein, 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 nein. Ah, die Braunen. Die sind echt übel. Die Braunen sind echt übel. Oder, naja, die Grünen wohl eher. Komme ich dann auf Braun? Das sind dann ja doch eher Grün. Es sind voll schwer. Bei deren scheiß Raketen. Muss ich den besiegen? Ach, damit geht's, oder was? Oh, nö. Er. Okay, das war doch clever. Mein Gefühl sagt mir irgendwie. Steht da nicht drauf. Oh, nein, 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 hier drauf jetzt und
bestimmt hier drauf. Und nicht zu schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was? Wo hätte ich hingemusst? Da ist eine Tür. Wenn wir versuchen, wenn ich diese Tür benutze, darf ich von da wieder starten, egal was passiert. Bom, 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 bom. So, wir starten von der Tür, das ist super. Dann können wir nämlich einfach zurückgehen. Hm? Scheißen auf was immer da liegt. Und versuchen uns hier dran. Echt kein gutes Gefühl habe. Nee, echt nicht. Ciao, Pikachu. Aber du hast den Knopf gedrückt, oder? Ja. Also juckt meine Nase gerade ganz extrem. Ist unfassbar dumm, sie jetzt zu kratzen. Und tschüss, Pikachu. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Kein Clou. Ah, Mann. Das war aber eigentlich jetzt ganz geil. Okay, da bin ich wieder am Anfang. Mhm. Schritt für Schritt. Nee, bin ich doch, oder? Doch, bin ich. Ja. Das war wieder am Anfang. Boah, das wollte ich auch eigentlich gar nicht. Scheiße. Das wusste ich. Ich wusste es. Ich sehe nicht, wo ich hin muss. Was ist denn das? Ich wollte gerade sagen, nur mal so der Kontrolle wegen, gehen wir da jetzt doch einmal rein und schauen. Wenn ich da den Verlust meines Lebens ja eigentlich schon ja, sicher weiß. Nee, hier ist nichts. Oh. Irgend so ein dämliches Whatever-Ding. Ich schaff's nicht. Oh. Ja, komm. Egal. Ist sowieso egal, wie viele Versuche wir haben. Wir werden alle verbrauchen und tot sein. Ich den Weg nicht finde. Aber das war halt auch der Grund, warum ich die Forschungsstation nicht mochte. Ich weiß, dass ich da nicht zwingend die Wege finde. Scheiße, da hätte ich hochgemusst. Oh Mann, ich dachte, ich... Da hoch und da die nächste, dann links halten. Ja, das ist eigentlich ganz klar. Das scheint offensichtlich zu sein. Hoffen wir mal. Oh oh. Schade. Da muss ich da hin. Da muss ich, glaube ich, hin. Ja, das würde tatsächlich sogar Sinn machen. Da hoch, da runter und dann sofort da links. Hm. Jetzt denkt sich jeder, ja, er hat es endlich. Wow. Das ging ja voll schnell. Wie wir es von Wolle gewohnt sind. Ist halt ziemlich fixer Typ in der Birne. Yep. Boah, gut, 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 gut. Und jetzt? Jetzt wird es noch schlimmer. Jo. Wie wär's denn mit einem Game. Mit einem gepflegten Game Over? Ja, ich bin jetzt so lame. Aber sie lassen mich nicht unbedingt so lame sein. Spätestens wenn der da volle Pulle gibt, muss ich was ändern an dieser Taktik, aber er tut's nicht. Dann soll es mir egal sein. Tschüss, Mann. Okay, und jetzt habe ich Qual der Wahl, oder was? Die Attacke ist sehr geil, also die benutze ich.
Kannst du nur leider nicht mitnehmen. Und es ist saudumm, jetzt weiterzuspielen mit deinem letzten Leben, weil das machst du alles gleich nochmal. Das ist doch wohl klar. Aber was soll's. Weil man gönnt sich ja sonst nichts, oder? Wow. Nein, 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 nein. Ich gehe auf jeden Fall da weiter. Auf jeden Fall. Da müssen wir jetzt halt warten. Aha, da ist der Schalter. Und jetzt müssen wir nur noch zurück. Das geht dann wahrscheinlich hier rüber. Nein, nein, geht da durch. Nein! Okay, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht doch überhaupt nichts, Pikachu! Sehr schön! Ich kann sagen Bananas, aber nee, irgendwie nicht. Sondern Tomatoes. Ich glaube, das ist Ridley, oder? Der heißt Ridley, meine ich. Ich kenne mich nicht so gut mit den Namen bei Metroid aus, aber ja, es ist Ridley. Hatte ich mir doch gedacht. Ist halt nur die Frage, wie sieht man Ridley am besten? Am besten so, wie ich es gerade tue. Komm her. Das hat, glaube ich, mein Schild gebrochen, ja. Hat komplett mein Schild gebrochen. Das ist nicht gut. Aber solange er das danach weitermacht. Ja, 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 es ist gar nicht so schlecht. Ist gar nicht. Bringt nicht allzu viel, aber. Scheiße. Ich dachte, er kommt wieder von hinten. Hätte ich jetzt so gedacht. Okay, Pikachu muss ran. Oh, ich weiß doch damals Super Nintendo, ne? Super Nintendo mit Metroid. Also das erste Mal, dass mir wirklich bewusst war, dass ich ein Metroid spiele. Und. Da der Anfang, wo man auf dieser Raumstation ist und gegen genau ihn hier kämpft. Und danach das ganze Ding in die Luft fliegt, das ist ultra cool. Ich denke, jeder kennt das, oder? Ich denke, jeder kennt es und feiert es ab. Nein, nimm doch bis den Schlag mit. Fuck. Boah, wie soll ich den denn besiegen? Voll schwer. Das wollte ich gar nicht machen. Troll Fail. Der hält ja noch alles aus. Der zieht mir ja auch nichts ab. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, was eine Feuerblume hier bringen soll. Ah, gut, vielleicht ziehe ich ihm doch ein bisschen. Das zieht man ihm schon ab, aber. Das ist nicht genügend! Ah. Scheiße, Schild gebrochen. Das sind halt so Dinge, die dürfen eigentlich nicht wirklich passieren. Fuck! Nein, da die Bombe. Oh, den Bob-Omb, den hätte ich so gerne. Den hätte ich so gerne. Schade, schade, schade. Komm, Pikachu, du hast noch voll die Chance. Du hast noch voll die Chance. Also ich glaube, eigentlich, wenn es zum zweiten Aufeinandertreffen kommen würde, könnte ich gewinnen. Und ja, das meine ich ernst.
Vor allem, weil ich ihn schon beim ersten Mal besiege. Ich bin zu gut. Hashtag Wollo Beste. Da vorne scheint der ganze Kram herzukommen. Flüge, Kirby und Glumanda, Tante aus der Twilight Princess und Sai, Tsuchi, Kenzo aus den Setsuno Stuffy 3. Wir kennen es alle, wir lieben es alles. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Klar. Ich kenn's nicht, ne? Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich kenn's wirklich. 35% haben wir mittlerweile. Es sieht auch auf der Map eigentlich so aus, als wenn schon ziemlich viel gemacht worden wäre, sag ich jetzt mal. Ich habe auch echt keine Ahnung, wie lang dieses Spiel geht, deswegen, wow. Außerhalb der Ruinen gibt es dann im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao. Und wenn ihr Bock habt, einen Kommentar, Bewertung, bla. Ciao.